Ich brauche ein Ziel.
erst etwas anvisieren. Vernachlässigt nicht eure Verteidigung und ruft nach den Schwarzkrallen, solltet ihr Unterstützung benötigen. Treffen wir uns wieder, Champion. Auf euer Signal, Champion! Wer seid ihr? Sabelian, Erbe Neltarions. Und ihr seid? Furorion, Erbe Neltarions. Ihr seid mir gänzlich unbekannt. Ebenfalls. Wir besprechen das später. Sie fliehen! Das ist unsere Chance für einen vernichtenden Schlag! Ihr steht vor dem Schwarzen Prinzen. Kein Ziel.
Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Verstanden hättet, dass unser Weg der Rechtschaffende ist. Ich erlaube es nicht, dass ihr Melidrussas Werk zunichte macht. Verbündeten haben sich geopfert, damit ich diese Eier in ihren natürlichen... Ihr werdet euch nicht einmischen! Eis verschlinge euch! Entschuldigt, aber ich brauche eure Stärke, meine Kleinen! Gute Arbeit, Champion. Jetzt, wo ihr die Becken unten gesichert habt, brauche ich eure Hilfe oben. Die ungeschützten Lebensbecken sind in Gefahr. Eine mächtige Primalistin will alle Nistplätze verbrennen. Ihr müsst sie freiräumen, um zu ihr zu gelangen. Ich überwache die Lage von oben und stelle den Drachen, der diesen Angriff anführt.
Schnell, nehmt die Eier! Rettet so viele ihr nur könnt! Zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher ran. Ich werde die Opfer meiner Verbündeten ehren und selbst in euch brennen. Brecht aus ihrer Macht hervor! Feuer möge meine Feinde verschlingen! Beugt euch dem Feuer! Möge meine Feinde verschlingen! Werdet von der Flamme überwältigt!
Ihr könnt der Hitze nicht entkommen. Zu früh. Ausgelöscht. Übles Monster. Ich beschütze diese Betten. Nein! Eure falsche Königin hält uns nicht auf. Wir stehen für die Wahrheit. Erkannt. Entsorgt diesen. Geschehen. Abflug! Zwei sind besser als einer! Helft mir, Kuraka! Lasst euch hinwegfegen! Werden zuerst kommen. Nein, unser Weg ist der einzig wahre.
Ich bin außer Reichweite. Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu sein. Ich weiß nicht, woher ihr kommt, aber ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Scherbenwelt. Habt ihr erwartet, diese komplette Armee ganz alleine zu bezwingen, kleiner Bruder? Sehr kühn. Ich brauche ein Ziel. Ihr unterschätzt mich. Vielleicht wart ihr zu lange fort. Vielleicht tragt ihr mehr vom Eigensinn unseres Vaters in euch, als euch bewusst ist. Entfernt.
Möchtet ihr etwas besprechen? Sprecht euch aus. Der Schwurstein muss aktiviert werden, um die Macht meines Drachenschwarms wiederherzustellen. Irgendetwas stimmt nicht. Das kann nicht sein. Der Stein ist gerissen? Ich habe euch schon... Vater brach seinen Eid. Und damit brach auch der Stein. Wir müssen ihn reparieren. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Die Schmiede des Erdwächters ist... Diese Jaradin haben die Zitadelle geplündert. Vielleicht sind die Fragmente bei ihnen. Ich werde euch bei der Suche helfen. Bitte, ich würde euch auch gerne begleiten. Mein Wissen über diese Zitadelle könnte sehr nützlich sein. Diese Gewölbe erstrecken sich kilometerweit unterhalb der Zitadelle. Viele mächtige Waffen und Artefakte liegen hier verschlossen. Und nun scheinen die Jaradin die Gewölbe zu plündern, in der Hoffnung, ihre Macht zu steigern. Ich muss näher ran. Was ist das? Diese Gewölbe wurden so lange vernachlässigt, dass sie völlig zerfallen sind. Wenn ich ein Jaradin wäre, hätte ich es nicht so eilig, die Kammer zu öffnen. Ich bin außer Reichweite. Diese Elementare. Die Fundamente der Zitadelle werden gegen uns gerichtet. Kein Ziel.
Die Inseln sind erwacht. Oh, die Schmiede ist nah. Wir müssen schnell sein. Vermutlich ist es hier nicht lange sicher. Enttäuscht mich nicht, Bacentus. Fangen wir an. Zuerst aktivieren wir die Schmiede. Dann benötigen wir Aschenscherbenkohle für die Schmiede. Vorsichtig. Ich kann erkennen, dass ein Teil der Kohle durch Jaradin-Magie verändert wurde. All unseren Freunden viel Glück. Ausgezeichnet. Bald ist alles bereit. Das habt ihr alle ziemlich gut gemacht. Jetzt lasst uns die Schmiede aktivieren. Es scheint nur passend, dass meine Flamme mein Schicksal sichert. Mich nie wieder zurückweisen. Kommt, beenden wir die Reparaturen. Möchtet ihr etwas besprechen? Beeilt euch! Ich muss den Thron beanspruchen! Junger Furorion, ich muss euch danken. Eure Hilfe war entscheidend, um meinen rechtmäßigen Platz auf dem Obsidian-Thron zu sichern. Oh, ihr verwechselt da etwas. Dieser Thron, dieses Vermächtnis, ist mein Geburtsrecht. Ha, nein. Ihr seid es, der falsch liegt. Neltharion selbst hat mich zum Hüter dieses Schwarms ernannt. Ich sage es ganz deutlich. Ich werde der Aspekt des schwarzen Drachenschwarms sein. Ach so. Möge der würdigste Drache gewinnen. Ich habe euch schon erwartet. Vertraut ihr mir? Ihr steht vor dem rechtmäßigen Erben.
Die Inseln, wo ein Aspektschalter trotz einiger fragwürdiger Methoden kann man Furorion seine Erfolge nicht absprechen. Furorion kann die schweren Entscheidungen treffen, die niemand sonst treffen will. Für das Wohl aller. Garroshs Befreiung war Auslöser des Kriegs. Er tut, was nötig ist. Ehre und Ruhm halfen nicht, das Schar zu besiegen oder die Welt von wahnsinnigen Drachen zu befreien. Furorion schon. Für den Ruhm Anführer muss wie ein gut geschmiedetes Schwert sein. Ausgeglichen, stark und Sabelian. Ich mag Furorion, aber er ist zu weich. Sabelian hingegen wurde im Feuer geschmiedet. Er ist der Anführer, den wir brauchen. Die anderen Schwärme, nach Ruhm dürstende Sterbliche und selbst dieser vorgebliche Prinz haben lieber alle Befallenen umgebracht, anstatt zu helfen. Ich bleibe bei diesen Eiern. Ihr werdet sie nicht ohne mich zu Alexstrasza bringen. Ziel. Ihr steht vor dem rechtmäßigen Erben. Bleibt in meiner Nähe, Champion. Wir dürfen nicht zulassen, dass dem Wagen oder seinem Inhalt etwas zustößt. Warum nehmen wir dieses lächerliche Gerät noch einmal? Es ist so quälend langsam. Unsere Feinde werden nach uns suchen. Und mit den Eiern können wir keinen Kampf mit ihnen riskieren. Also reisen wir wie Sterbliche, um ihrem Blick zu entgehen.
Wenn die Rettung der Zukunft eurer Art euch langweilt, könnt ihr jederzeit gehen. Ich würde die Stille begrüßen. Champion, zu mir! Soll das subtil sein? Ruhe, Welpe. Ich werde die Eier nicht gefährden. Ich könnte unseren lieben Champion dabei unterstützen, den Wagen zu verteidigen. Es gibt keinen Grund, sie die ganze Arbeit allein machen zu lassen. Und uns dem Feind offenbaren? Absolut nicht. Bleibt sitzen. Verteidigt den Wagen! Etwas anvisieren. Das fängt an, lächerlich zu werden. Wie viele Zufallsbegegnungen müssen wir ertragen, bevor ihr erkennt, dass der Plan fehlgeschlagen ist? Lasst uns abheben und fertig. Hört auf zu zappeln. Wenn irgendwas schuld daran ist, dass wir entdeckt werden, ist es eure kindische Ungeduld. Champion, zu mir! Das gehört zum Spaß des Forschens dazu. Champion, zu mir! Endlich! Ich hatte schon Angst, die Eier könnten schlüpfen. Ich kann das nicht ewig durchhalten. Titanen, gebt mir Geduld. Das ist das Ende eurer Art, Marionetten. Ist das die Führung, die ihr den Euren bietet? Vielleicht werden die anderen jetzt vernünftig. Diese Welpen von heute. Trefft mich an den Lebensbecken, Champion. Das es ist gibt noch mehr Welpen nicht am Schrein, die eure Unterweisung brauchen könnten. Habt ihr gute Neuigkeiten? Was ist euer Begehr? Unser Schmerz verleiht Kraft. Endlich sind unsere Jungen wieder unter uns. Jetzt können sie zusammen mit den anderen aufwachsen. Kein Ei war mehr in den Lebensbecken. Jetzt bergen sie unsere Zukunft. Mein Schwarm hat seine Bestimmung wahrlich erfüllt. Ich sorge für den liebevollen Schutz der Eier, damit sie zu starken und weisen Drachen werden.
Grüße. Das Gleichgewicht zwei der Schwursteine wurden erneuert. Wir brauchen noch drei weitere, wenn wir die Kraft der Aspekte wiedererlangen und Rassageth aufhalten wollen. Aspekte mögen euch schützen. Hallo? Als ein guter Freund und der treue Unterstützer, der ihr seid, bitte ich euch um Hilfe in dieser Zeit. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Es wäre mir eine Ehre, ich wusste, ihr eure Unterstützung in der Sicherheit. Ich warte unten auf den Schlüssel. Etwas zu sagen? Unterschätzt die Insel nicht. Braucht ihr irgendetwas? Wir sehen uns sicher wieder. Braucht ihr Hilfe? Seid vorsichtig. Kommt. Lasst uns sprechen. Irgendwas von Interesse? Die Schwarzkrallen sind stets loyal. Lebt wohl. Die Aspekte sind zurück. Thank you.
Es gibt mehr Welpen am Schrein, die eure Unterweisung brauchen könnten. Wir töten die Starken zum Schutz der Schwachen. Sie wagen es, unsere Heimat anzugreifen. Kommandant, habt ihr Neuigkeiten von der Front? Wir haben Fortschritte gemacht, Major Domus. Aber es sind noch viele zu töten. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher heran. Zu weit entfernt.
erst etwas anvisieren. Verstärkung! Ich erlaube es nicht, dass ihr Melidrussas Werk zunichte macht. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ich habe... Meine Verbündeten haben sich geopfert, damit ich diese Eier in ihren natürlichen... Ihr werdet euch nicht einmischen! Eis, verschlinge euch! Gefriert und zerspringt! Entschuldigt, aber ich brauche eure Stärke, meine Kleinen. Zu weit entfernt. Eis, verschlinge euch! Nein, diese Welten sind rein. Sie zeigen euch die Wahrheit. Ich bin außer Reichweite. Schlinge euch! Gefriert und zerspringt! Ein erbärmliches Ende. Gute Arbeit, Champion. Jetzt, wo ihr die Betten unten gesichert habt, brauche ich eure Hilfe oben. Geschützten Lebensbecken sind in Gefahr. Eine mächtige Primalistin will alle Nistplätze verbrennen. Ihr müsst sie freiräumen, um zu ihr zu gelangen. Ich überwache die Lage von oben und stelle den Drachen, der diesen Angriff anführt. Schnell, nehmt die Eier! Rettet so viele ihr nur könnt! Näher heran.
weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja! Zu weit entfernt. Ich benötige ein Ziel. Ich werde die Opfer meiner Verbündeten ehren und selbst in euch brennen. Werdet von der Flamme überwältigt. Feuer möge meine Feinde verschlingen. Beugt euch dem Feuer! Ich muss näher heran. Ihr könnt der Hitze nicht entkommen! Werdet von der Flamme überwältigt! Ihr könnt der Hitze nicht entkommen! Beugt euch dem Feuer! Ihr könnt der Hitze nicht entkommen! Zu früh ausgelöscht! Übles Monster! Ich beschütze diese Betten!
Nein! Ich habe ganz, ganz viele Waren. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich benötige ein Ziel. Falsche Königin hält uns nicht auf. Wir stehen für die Wahrheit. Erdhart entbrennt. Gern geschehen. Abflug. Sind besser als einer! Helft mir, Kyraka! Ich bin außer Reichweite. Lasst euch hinwegfegen! So weit entfernt. Reichweite. Zu weit entfernt. Ich benötige ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Die Lage für die Lebensbänderin.
Ich diene meiner Königin. Ihr werdet den Eier nichts antun. Ich schütze die Lebensbecken. Erbärmliche Titanenmarionette! Ihr seid kein wahrer Drache! Ich bin außer Reichweite. Kennen Sie die Wahrheiten, die ihr verheimlicht habt? Die ihr uns weggesperrt und verleugnet habt? Es war der einzige Weg zum Frieden. Der Krieg, der die Drachen trennte, musste enden. Wir hätten Wächter Azeroth sein sollen. Die Kräfte, die ihr entfesseln wollt, gefährden uns alle. Falsche Königin! Ihr folgt den Titanen blind. Und das ist eine Bedrohung für diese Welt.
ist etwas angesehen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Dieser Gegenstand lädt noch auf. Was ist euer Anliegen? Ich werde warten.
zurückholen, was uns gehört. Rassageth, es reicht. Wir müssen keinen weiteren Krieg austragen. Noch bleibt Zeit, das hier zu beenden. Zeit ist genau das, was ihr mir genommen habt. Tausende von Jahren habe ich in diesem Gefängnis geschmort. Ich habe also versagt, Frieden zwischen uns zu stiften. So viele haben dafür bezahlt. Tut nicht so scheinheilig. Ihr habt uns die Edikte der Titanen aufgezwungen. Ihr habt die Welt verraten, die uns Leben gab. Und als wir uns widersetzten, habt ihr uns verbannt. Nie wieder! Für die falsche Seite. Sie hat euch nie erzählt, welches Leid man uns zugefügt hat. Die Schmach, vergessen zu werden. Ich will, dass sie zusieht, wie alles, was sie erreicht hat, zu Staub zerfällt. Erst dann soll sie ihr gerechtes Ende finden. Ich kann euch helfen, euch hier zu Unsere Königin erwartet uns. Meine Königin, ihr habt einen mächtigen Schlag abbekommen. Ich rufe Hilfe. Alles wird gut, Celestra. Die Eier. Furorion. Ihr habt meinen Dank. Eure Hilfe war unerwartet, aber begrüßenswert. Es war mir eine Ehre, zu helfen, meine Königin. Ich nehme an, euer Schwarm wird uns bei der Rückeroberung der Obsidian-Zitadelle von den Jaradin helfen. Selbstverständlich, nachdem die Eier in Sicherheit sind. Die sind bestimmt in Sicherheit, nun, da Rassageth vertrieben wurde. Ihr kennt sie nicht so gut wie ich, Jungblut. Sie ist unberechenbar. Wir müssen bei den Lebensbecken bleiben und unsere Zukunft sichern. Unsere Zukunft oder eure? Die Obsidian-Zitadelle verteidigt die gesamten Dracheninseln. Ihr könnt das Vermächtnis meines Schwarms nicht einfach unseren Feinden überlassen. Ich hätte erwartet, dass ihr euch mehr um den Schutz hilfloser Eier sorgt, Furorion. Dann bleibt. Kümmert euch darum, was eurem Schwarm wichtig ist. Ich rette das, was meinem wichtig ist.
Was ist euer Anliegen? Bewahrt die Hoffnung. Bitte, findet Furorion. Er wird unsere Hilfe brauchen, wenn wir den Obsidian-Schwurstein erneuern wollen. Ich habe die Schwarzkrallen versammelt, um die Rückeroberung der Obsidian-Zitadelle vorzubereiten. Eure Anwesenheit bei dieser Mission ist sehr willkommen. Die Draktyr sind fähige Soldaten. Was habt ihr zu berichten? Die Fangen wir an. Dient ehrenhaft. Bleibt aufrichtig. Der schwarze Drachenschwarm wird sich reinwaschen. Jahre der Suche. Und dort steht es nun. Mein Vermächtnis. Sobald die Truppeninspektion abgeschlossen ist, beginnen wir mit dem Angriff. V hat recht. Der Plan ist gut. Aber ich fürchte, dass uns die Streitkräfte fehlen, ihn erfolgreich umzusetzen. Ein paar der gefertigten Waffen sind sicherlich den Jaradin in die Hände gefallen. Sie werden sie gegen uns einsetzen. Die Aspen. Die Mauern der Obsidian-Zitadelle stehen seit tausend... Es ist am besten, wenn... So viele... Durch diese Festigkeit war es für die Jaradin unmöglich, sie direkt anzugreifen. Ich vermute, dass die Jaradin mit ihrer Elementarmagie die Erde unterhalb der Zitadelle aufgebrochen haben, um dort durch die Obsidian-Festung Neltarus einzudringen. Ich habe kein Ziel. Wenn die Mauern der Zitadelle dazu geschaffen wurden, Angriffen der Jaradin standzuhalten, dann werden sie sicherlich auch für uns eine Herausforderung darstellen. Das wird nur den Jaradin bei der Verteidigung helfen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Habt ihr etwas für mich? Ich benötige ein Ziel. Alles gut auf euren Reisen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Grüße. Kann ich euch helfen?
Ich benötige ein Ziel. Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu sein. Ich werde euren Ratschlag abwägen. Ich weiß euer Urteil zu schätzen. Ihr habt recht. Wir sind nur wenige. Ihr vergesst mich. Ich bin ein unschätzbarer Vorteil und werde mir mein Erbe nicht vorenthalten lassen. Vertraut ihr mir? Bleibt immer wachsam. Schwarzkrallen, der Moment, auf den wir uns vorbereitet haben, ist nah. Auf zur Obsidian-Zitadelle! Seid vorsichtig, Champion. Wir werden die Jaradin sind Meister der Zitadelle und werden nicht zögern, euch in Asche zu verwandeln. So viel Selbstbewusstsein, doch die Zahl... Erstickt das Rauch und Asche! Zu weit entfernt. Thank you.
Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich benötige ein Ziel. Ich muss näher heran. Ich habe kein Ziel. Anvisieren.
verfolge ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Vernachlässigt nicht eure Verteidigung und ruft nach den Schwarzkrallen, solltet ihr Unterstützung benötigen. Sprecht euch aus. Auf euer Signal, Champion. Wer seid ihr? Sabelian, Erbe Neltarions. Und ihr seid? Furorion, Erbe Neltarions. Ihr seid mir gänzlich unbekannt. Ebenfalls. Wir besprechen das später. Unsere Chance für einen vernichtenden Schlag. Lernt aus Vergangenem.
weit entfernt. Weit entfernt. Ich muss näher. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran.
zuerst etwas anvisieren. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Ich weiß nicht, woher ihr kommt, aber ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Scherbenwelt. Habt ihr erwartet, diese komplette Armee ganz alleine zu bezwingen, kleiner Bruder? Sehr kühn. Ihr unterschätzt mich. Vielleicht wart ihr zu lange fort. Vielleicht tragt ihr mehr vom Eigensinn unseres Vaters in euch, als euch bewusst ist. Ich bin außer Reichweite. Ein Ziel. Zu weit entfernt. Weit entfernt.
Möchtet ihr etwas besprechen? So treffen wir uns. Der Schwurstein muss aktiviert werden, um die Macht meines Drachenschwarms wiederherzustellen. Irgendetwas stimmt nicht. Das kann nicht sein. Der Stein ist gerissen? Vater brach seinen Eid. Und damit brach auch der Stein. Wir müssen ihn reparieren. Sprecht euch aus. Die Schmiede des Erdwächters ist nah. Es ist möglich. Diese Jaradin haben die Zitadelle geplündert. Vielleicht sind die Fragmente bei ihnen. Ich werde euch bei der Suche helfen. Bitte, ich würde euch auch gerne begleiten. Mein Wissen über diese Zitadelle könnte sehr nützlich sein. Ich benötige ein Ziel. Diese Gewölbe erstrecken sich kilometerweit unterhalb der Zitadelle. Viele mächtige Waffen und Artefakte liegen hier verschlossen. Und nun scheinen die Jaradin die Gewölbe zu plündern in der Hoffnung, ihre Macht zu steigern. Was ist das? Diese Gewölbe wurden so lange vernachlässigt, dass sie völlig zerfallen sind. Wenn ich ein Jaradin wäre, hätte ich es nicht so eilig, die Kammer zu öffnen. Diese Elementare, die Fundamente der Zitadelle werden gegen uns gerichtet. Wir tragen eine einsame Bürde. Die Schmiede ist nah. Wir müssen schnell sein. Vermutlich ist es hier nicht lange sicher. Fangen wir an. Zuerst aktivieren wir die Schmiede. Dann benötigen wir Aschenscherbenkohle für die Schmiede. Vorsichtig. Ich kann erkennen, dass ein Teil der Kohle durch Jaradin-Magie verändert wurde.
näher heran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ausgezeichnet. Bald ist alles bereit. Das habt ihr alle ziemlich gut gemacht. Jetzt lasst uns die Schmiede aktivieren. Zurückweisen. Kommt, beenden wir die Reparaturen. Ich habe euch schon erwartet. Beeilt euch! Ich muss den Thron beanspruchen! Junger Furorion, ich muss euch danken. Eure Hilfe war entscheidend, um meinen rechtmäßigen Platz auf dem Obsidian-Thron zu sichern. Oh, ihr verwechselt da etwas. Dieser Thron, dieses Vermächtnis, ist mein Geburtsrecht. Ha, nein. Ihr seid es, der falsch liegt. Neltharion selbst hat mich zum Hüter dieses Schwarms ernannt. Ich sage es ganz deutlich. Ich werde der Aspekt des schwarzen Drachenschwarms sein. Ach so. Möge der würdigste Drache gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin die Zukunft des schwarzen Drachenschwarms. Ich habe, wo ein Aspekt scheiterte, trotz einiger fragwürdiger Methoden, kann man Furorion seine Erfolge nicht absprechen. Er hat alle Furorion kann die schweren Entscheidungen treffen, die niemand sonst treffen will. Für das Wohl aller. Garoshs Befreiung war Auslöser des... Er tut, was nötig ist. Ehre und Ruhm halfen nicht, das Schad zu besiegen oder die Welt von wahnsinnigen Drachen zu befreien. Furorion schon. Die Aspekte. Ein Anführer muss wie ein gut geschmiedetes Schwert sein.
Ausgeglichen. Stark. Sabellian hat uns... Ich mag Furorion, aber er ist zu weich. Sabellian hingegen wurde im Feuer geschmiedet. Er ist der Anführer, den wir brauchen. Die anderen Schwärme, nach Ruhm durstende Sterbliche und selbst dieser vorgebliche Prinz haben lieber alle Gefallenen umgebracht, anstatt zu helfen. Ich bleibe bei diesen Eiern. Ihr werdet sie nicht ohne mich zu Alexstrasza bringen. Erzählt mir von Azeroth. Bleibt in meiner Nähe, Champion. Wir dürfen nicht zulassen, dass dem Wagen oder seinem Inhalt etwas zustößt. Warum nehmen wir dieses lächerliche Gerät noch einmal? Es ist so quälend langsam. Unsere Feinde werden nach uns suchen. Und mit den Eiern können wir keinen Kampf mit ihnen riskieren. Also reisen wir wie Sterbliche, um ihrem Blick zu entgehen. Wenn die Rettung der Zukunft eurer Art euch langweilt, könnt ihr jederzeit gehen. Ich würde die Stille begrüßen. Ich kann das nicht ewig durchhalten. Ich benötige ein Ziel. Soll das subtil sein? Ruhe, Welpe. Ich werde die Eier nicht gefährden. Ich könnte unseren lieben Champion dabei unterstützen, den Wagen zu verteidigen. Es gibt keinen Grund, sie die ganze Arbeit allein machen zu lassen. Und uns dem Feind offenbaren? Absolut nicht. Bleibt sitzen. Ich kann das nicht ewig durchhalten. Erst etwas anvisieren. Das fängt an, lächerlich zu werden. Wie viele Zufallsbegegnungen... Ich kann das nicht ewig durchhalten. Hört auf zu zappeln. Wenn irgendwas schuld daran ist, dass wir entdeckt werden, ist es eure kindische Ungeduld. Champion, zu mir! Ich habe kein Ziel. Hier an der Küste des Erwachens gibt es viel zu dokumentieren. Das gehört zum Spaß des Forschens dazu. Endlich! Ich hatte schon Angst, die Eier könnten schlüpfen, bevor wir die Lebensbecken erreichen. Titanen, gebt mir Geduld. Ich kann das nicht ewig durchhalten. Das ist das Ende eurer Art, Marionetten. Ist das die Führung, die ihr den Euren bietet? Vielleicht werden die anderen jetzt vernünftig. Diese Welpen von heute. Trefft mich an den Lebensbecken, Champion. Das ist noch lange nicht vorbei. Es gibt mehr Welpen am Schrein, die eure Unterweisung brauchen könnten. Habt ihr gute Neuigkeiten?
jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Endlich sind unsere Jungen wieder unter uns. Jetzt können sie zusammen mit den anderen aufwachsen. Kein Ei war mehr in den Lebensbecken. Jetzt bergen sie unsere Zukunft. Mein Schwarm hat seine Bestimmung wahrlich erfüllt. Ich sorge für den liebevollen Schutz der Eier, damit sie zu starken und weisen Drachen werden. Ich werde zuhören. Zwei der Schwursteine wurden erneuert. Wir brauchen noch drei weitere, wenn wir die Kraft der Aspekte wiedererlangen und Rassageth aufhalten wollen. Den Dracheninseln. Bringt diese Lebensblüte als Zeichen unseres guten Willens zu den Zentauren. Ihre heilenden Eigenschaften werden ihnen zugutekommen. Sprecht, fort mit euch. Ich bin... Der Lord-Admiralin. Ruhige See und eine frische Brise. Wie geht's? Als ein guter Freund und der treue Unterstützer, der ihr seid, bitte ich euch um Hilfe in dieser Zeit. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Es wäre mir ich wusste, Ehre, ihr weiterhin wäre. Eure Unterstützung ich warte in der unten auf den Schlüssel zu wissen. Lasst uns reden. Vergesst mich nicht. Wonach trachtet ihr? Ich habe die Augen offen gehalten. Kommt, lasst uns sprechen.